so geil, wenn die da stecken bleiben immer. Na, wo guckst du hin? Was gibt's da oben? Ich bin einfach verführt, den da stecken zu lassen, aber wenn der eine den findet, ist ja blöd. Drum. So. Ich weiß jetzt, wie man das Schloss hier knackt. Beziehungsweise hier den Tresorraum. Und zwar müssen wir hier einfach einen Klon aufstellen. Das ist eigentlich total easy. Ich weiß nicht, warum ich nicht gleich drauf gekommen bin. Müssen wir selbst auf die andere Seite gehen. Und ja, jetzt hier. Wir betätigen hier jetzt den Knopf. Und dann übernehmen wir den Klon und betätigen auf der anderen Seite auch den Knopf. Knopf. Vor allem Knopf, es ist Nebel. Huh? Who opened the gate? So, ja, überspringen, komm. So, und um die jetzt abzulenken, nehmen wir jetzt unseren Klon hier. So. Die laufen jetzt hoffentlich da alle hin. Nee, wollten sie nicht. Probieren wir es nochmal. Euer Klon. Oh, ich bin ein Klon. Hallo. Oh, komm. Oh, shit, ja. Jo. So, wir laufen jetzt alle dahin. Und wir schnappen uns jetzt den Tresorinhalt. Den Treasure. Was eigentlich nur eine Münze ist. Na, naja. Besser als nix. So. Und weiter geht's jetzt hier. Da steht noch eine Wache. Weiter geht's jetzt in Richtung Zeitplan des Flugschiffs. Den krallen wir uns als nächstes. Ah, da liegt schon ein Toter. Und zwar hatte ich vor, hier draußen lang zu gehen. Hier lang so, ja. So. Ach, das ist ein Wachmann. Ja, mit dem Klon ablenken ist jetzt blöd. Ich glaube, ich benutze... Eieieiei. Das wollte ich gar nicht drücken. Ich benutze die Unsichtbarkeit. Schalten wir den leise aus. Psst, ja. Du da drüben. Schrub einfach weiter. Es ist nichts passiert. Sondern geht's weiter hier, glaube ich. Das sieht doch gut aus. Da vorne. Da oben ist der Flugplan. 10 Metern. Achso, das ist das Schiff. Okay, okay, okay. Da steht eine Wache. Da kann ich nicht durchschlüpfen. Hier ist kein Wachmann, oder? Mal mit Kloni nach. Achso. Ich bin ja noch nicht der Klon. So, Kloni. George Kloni. Machen wir mal die Tür auf, George.
würde ich jetzt gern die Wachen ablenken, vielleicht. Ja, jetzt kann der wieder nicht nehmen. Aber hier, den kann ich einfach ausschalten, so. A Monster! Ja, das war jetzt nicht so brillant von mir. Also der guckt hier lang. Ich muss mal auf jeden Fall von der Seite kommen. Oder von oben. Ich kann auch einfach den Zeppelin mopsen und dann wieder gehen. Ich muss ja nicht töten, oder? Das heißt, wenn der Typ dann wieder nach links geht, nach rechts. Alter, komm ja nicht hier raus. Boah. Happening. Ach, ist gar nicht der Zeitplan. Ach, hier ist nur eine Münze. Falscher Raum. Der Zeitplan müsste dann halt dann in dem anderen Raum sein. Dun, 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 dun. Das ist ein kaputtes Lüftungsgitter, da können wir schön durch. Einer patrouilliert hier. Der andere schläft da vorne oder was? Irgendwo höre ich Schnarchen. This library isn't very far. See if I can get there without a pack of rabid dogs in my ass. So, das ging noch gut. Ja. Erstmal speichern. Den hier, den würde ich gerne ausschalten. Weil nämlich da unten stehen drei. Die wissen nicht, wie ihnen gleich geschehen wird. Guck, Leute. Das ist zu perfekt. Muss ich machen, tut mir leid. Lol. Schön. Aber jetzt weiter. Wo ist der Questpfeil? Ach, der muss eh nach unten. Ja, dann. I can't wait till they change guard. Aha. Aber das ist ein perfektes Ablenkungsmanöver gerade. Bibliothek. Was schrubbt einer? Den kümmert es gar nicht, dass da gerade vier Leute gestorben sind hinter ihm. Ja, Strafe muss sein. Für Ignoranz. Schön. Braucht man für die Bibliothek einen eigenen Schlüssel? Alter, hast du mich erschreckt gerade? Komm. Zeig, was du kannst. Alter, hat mich der erschreckt. Ja, für was eigentlich? Komm, du legst dich zu ihm hier. Kann ich die Bibliothek unentdeckt aufmachen?
Oder sieht mich der jetzt gleich? Ah, nee. Gut. Die reden miteinander. Jo, dann verlassen wir die Zone. Mal gucken, was als nächstes kommt. Let's go through the archives. According to Ozcan, I'm supposed to look for a mark made by Hector, the fucking copyist. In other words, a forger. I don't believe the old guy is dealing in stolen love poems. They always give the crossbow to the puniest, but also to the nastiest. I better be careful if I don't want to get stuck. So Leute, ich habe eine kurze Pause eingelegt. Ich habe Kommentare gelesen und zwar die gute. Hoffentlich spreche ich den Namen jetzt nicht falsch aus. Nochmal nachgucken. Sehr professionell. Man merkt, ich habe mich vorbereitet. Die gute Phoneia hat geschrieben, dass der erste Teil wohl sehr dunkel sei auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhin so ist. Ich kann ja mal versuchen, in den Optionen bei den Grafikeinstellungen die Helligkeit ein bisschen aufzudrehen. Aber wir... Ja, doch. Ich glaube, es macht schon Sinn, weil meistens sind wir doch eh im Dunkeln. Dann ist das helle Herz hier ein bisschen sehr hell, aber dafür ist das Dunkle dann okay. Damit müssen wir einfach leben jetzt. Man kann sich's ja angucken. Wenn das jetzt eine Fehlentscheidung war, kann man es ja wieder rückgängig machen. Dann sind halt 2-3 Folgen hier irgendwie heller. Ja, wir müssen uns durch die Bibliothek schleichen, und zwar zu Hector. Hector oder Hector, wie auch immer. Und wir dürfen dabei nicht erwischt werden. Weil in der Bibliothek muss man immer leise sein. Drum werden wir versuchen, so wenig Leute wie möglich zu töten. Weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr laut ist und halt auffällig. Alter, da ist einfach einer ums Eck. Joa. So. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Wenn ich den Kronleuchter runterstürzen lasse, ist wahrscheinlich laut, oder? Ich glaube, den brauche ich noch, um da den Weg frei zu machen. Hector ist da drüben. Wieso kann ich hier hoch? Macht das Sinn irgendwie? Nur zum Verstecken, oder? Naja. Runterspringe ich definitiv jetzt nicht. Was? Was denn? Du kannst mich gar nicht sehen hier oben. Weil ich die Helligkeit so hoch gemacht habe, ne? Jetzt seht er mich plötzlich. Ja, jedenfalls. Wir werden wohl doch ein paar Leute töten müssen. Ja, ein paar Stühle werden wir auch umwerfen. Denn wir sind Innendekorateur. Ja. Ich glaube, das wird jetzt nicht funktionieren, so wie ich das will. Gut. Let's get back to work. Lol, bei der Hälfte. Bei der Hälfte dreht einfach mal um. No! Wie habe ich vorhin gesagt, wir werden so wenig Leute wie möglich töten? Ich habe natürlich gelogen. So, was gibt's hier Tolles? Eine Kiste. Ein Stuhl, der extra laut ist. Irgendwo eine Münze vielleicht. Wenn ich schon mal hier alles getötet habe. Irgendeine Belohnung dafür? Nix. Gar nichts. Hier kann man sich verstecken, gut. Gar nichts gibt's hier. Should I add a note to the Natural Encyclopedia on the type of insect that proliferates in Arcanarch? Now, is it a new species? Alter, redet nicht alle durcheinander. Should I consider it as a disease? Bleibt der an seinem Buch? Wie, er dreht sich jetzt um.
Ne, der bleibt da, gut. Wo ist dieser Hector? Ach, der ist hinter der Tür da. Hinter dem Hector. Haha. Ah, jai. Spring über den Stuhl. Ja, jetzt sind hier eh alle schon tot, bis auf der eine da, der sein Buch liest. Wie machen wir das hier? Ich meine, einfach unsichtbar vorbeispazieren wird sich nicht... Ach! Ach so, ja, komm. Easy. Das ist ja easy. Da drüben ist eine Mütze. Die will ich haben. Die Gier. Die Gier wird mein Tod sein. Ja, der ist jetzt höher, oder? Der Balkon, da komme ich nicht mehr zurück. So. Fein. Hoch, jawohl. Aber wenn ich das auch in echt könnte, das wäre ja nice. So rumspringen. Na, so das Videospiel-Dings. Ich meine, die Helden in Videospielen, die können immer alles. Klettern und eine ganze Armee ausschalten und das alles ohne zu schwitzen. So, jetzt gucken die beide weg. Hallo. Ich war doch getarnt, oder nicht? Das war jetzt knapp. Also, ist das Hector? Nein. Na, Hector ist hinter dem Tor. Der war aber auch nicht allein, oder? Da war noch einer. Komm. Das ist zu leicht jetzt. So geil, wenn die da stecken bleiben immer. Na, wo guckst du hin? Was gibt's da oben? Ich bin einfach verführt, den da stecken zu lassen. Aber wenn der eine den findet, ist ja blöd. Drum, komm. Der Blutfleck, der muss halt da bleiben. Aber du musst weg. Ja, komm, ruh dich hier aus. Genieß die frische Luft. Da lassen wir am besten zu, oder? Tja, ich glaube, es ist wieder mal Zeit zu speichern. Ich kann nicht speichern, was? Jetzt. Ich muss mal den Schnellspeicherknopf finden. Da gibt es bestimmt auch was. Einfach dunkel. Was suchst du für ein Buch, hm? Ist es das hier? Ja. Ich meine, das ganze Zeug, das muss ja was wert sein. Warum kann man da nicht irgendwie wie bei Thief ganz viel Zeug klauen? Nein, nur die dummen Münzen. Sonst geht gar nichts. Die sind wahrscheinlich nicht mal wichtig. Die sind wahrscheinlich nur ein Achievement. Du kommst zu seinem Freund hier. So, könnt Party machen. Corona-Abstand aber einhalten, ne? Da drin sitzt Hector. Ja. Viele Schimpfwörter in dem Spiel. Du hast mich nicht gesehen, oder was? Für was arbeitest du hier? Wenn du... Du guckst den ganzen Tag da runter, hast mich nicht gesehen. Willst du mir erzählen? Ja,
Hier wären wir auch hochgekommen. Alternativ. Da ist ein Mega-Riss in der Wand. Jo. Wo ist da vorne? Da ist noch ein Wachmann, ne? Ah ja, der hätte mich erwischt, wenn ich wenn ich den Typen gemeuchelt hätte. Er guckt aus dem Fenster, wo man nichts sieht. Bringt's ja auch nicht, irgendwie. So, das ist auch nicht Hector. Wer ist jetzt Hector hier? Der ist da unten. Alter, ist ja richtig verzwickt alles hier. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, die Tür brauche ich ja nicht zu öffnen, komme ich Hector immer näher. Aber ich würde sagen, das ist das Ende für den Part. Wie wir Hector erledigen, sehen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie es euch so gefällt. Und ja. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch keine Folge verpasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!